Für die SV Joskurit ist das Tipp-3-Bundesligaspiel gegen FK Austria Wien das letzte Heimspiel im Jahr 2009. Für einen Mann ist diese Begegnung in der Keine-Sorgen-Arena das letzte Bundesligamatch seiner Karriere. Der am 16. Oktober 1964 im tirolerischen Navis geborene FIFA-Referee Konrad Plautz muss aus Altersgründen seine Karriere beenden. Erst einmal ist es eine Ehre für uns und eine Anerkennung, dass sich Conny Plautz gerade unser Spiel ausgesucht hat. Das freut mich. Ich werde ihm das noch im VIP-Club nachdrücklichst noch beweisen. Zum einen. Zum zweiten, glaube ich, sollte man unabhängig vom Alter, es gibt auch biologisches Alter, Ausnahmen machen. Und die werden beim Conny Plautz in jedem Fall vonnöten. Er hat in den letzten Jahren als Spitzenmann Österreichs, also unser Schiedsrichterwesen, weitgehend angeführt, war eigentlich fast in den letzten Jahren Runde um Runde in der Champions League, also praktisch in der höchsten Spielklasse überhaupt tätig. Und sein Highlight letztendlich war dann sicherlich die Teilnahme an der Europameisterschaft in Österreich. Ich möchte keine einzige Sekunde missen, sei es gewesen im Tiroler Landesverband bei den Kindern zu pfeifen oder in internationale Spiele oder bei der Europameisterschaft. Mit Konrad Plautz verlässt ein international anerkannter und erfolgreicher österreichischer Schiedsrichter die Fußballbühne. Stellt sich bei dem topfitten Tiroler die Frage, ob alleine das Erreichen der Altersgrenze von 45 Lebensjahren der Grund für das Karriereende eines Spitzenreferees sein muss. Ja, es ist schade, dass er schon aufhört. Er muss international diese Regel, also diese Bestimmung kann ich überhaupt nicht verstehen, dass man mit 45 Jahren aufhört, denn mit 45 kann man heute noch körperlich top sein. Und wenn es schon diese Bestimmung gibt, dass er international aufhören soll, dann sollte man sich das in Österreich überlegen und so gute Schiedsrichter wie der Konrad Plautz noch weiter in der Liga pfeifen lassen. Ja, es gibt immer zwei Alter. Das eine, das das Geburtsdatum ausweist laut Geburtsurkunde und das biologische. Vielleicht müsste hier mal ein Mittelding gefunden werden, um die körperliche und geistige Voraussetzungen, wenn sie da sind. Und beim Konrad Plautz, das ist einer der schnellsten Läufer in der ganzen Schiedsrichterzunft in Europa. Es ist wirklich sehr schade, dass so hohe Qualität schon etwas frühzeitig aufhören muss. Ganz von der Fußballbühne verschwinden wird der sympathische Tiroler sicher nicht. Nach über 1500 Einsätzen als aktiver Schiri wird er jetzt als Beobachter seiner Nachfolger in den Stadien dieser Welt anzutreffen sein. Dass man den Kulttrainer der Rieder, den Burgenländer Paul Gludowatz, weiter in Ried antrifft, das scheint noch nicht ganz so sicher wie die vorherige Geschichte. Gludowatz bleibt nur dann, wenn man ihm gewisse Veränderungswünsche erfüllt, heißt es in manchen Gazetten. Tatsache ist, dass wir uns mit dem Trainer zusammensetzen. Man wird da genau seine Wünsche sagen und wir werden ihm sagen, welche wir ihm erfüllen können und welche nicht. Nach dem letzten Herbstspiel setzen wir uns zusammen. Ich gehe davon aus, dass im Frühjahr irgendwann einmal eine Entscheidung fallen wird. Aber das ergibt sich für mich keine Frage und ich weiß nicht, ob das für den Verein momentan so relevant ist. Schauen Sie, das sind immer so Spielchen, leider Gottes meistens von Journalisten etwas interpretiert. Da wird aus einem Satz schnell Entsager gemacht. Darf man alles nicht zu ernst nehmen. Wir alle wissen es, dass wir Paul Gludowatz verlängern wollen und es wird dementsprechend auch Gespräche geben und wir werden Situationen durchbesprechen. Wünsche, wenn sie erfüllbar sind, hat die SV Joskurit immer erfüllt und Wünsche, die nicht erfüllbar sind, hat die SV Joskurit auch noch nie erfüllen können. Die ist in Ordnung, wir sind noch nicht geschieden. Na also, die Ehe SVR mit dem alten Schilfschneider stimmt also noch. Nicht ganz stimmt dann beim Tipp-3-Bundesliga-Match der Rieder gegen die Austria aus Wien das Abwehrverhalten der Gludowatz-Mannen. Zweimal schlecht gestanden, zweimal sagt Austrias Milenko Acimovic Danke. Die Rieder-Angreifer vernebeln zudem einige Hochkaräter und so stehen die Innviertler nach 90 Minuten mit leeren Händen da. FK Austria Wien siegt in der Keine-Sorgen-Arena gegen SV Joskurit mit 2:0. Selten herzwerter stimmt, denn nicht nur wir
haben schon sehr lange nicht da gewonnen, sondern auch andere Mannschaften. Daher gratuliere ich der Mannschaft. Sie haben zu Beginn des Spiels eine sehr gute Leistung geboten und sind im verdient in Führung gegangen. Aber Ried hat auch in einigen Phasen kein Glück gehabt, sonst hätten sie natürlich den Anschlusstreffer erzielen können und dann wäre es noch schwieriger geworden. Also im Nachhinein kann man dann leicht sagen, es war locker, aber es war wirklich nicht locker und Ried hat, wie gesagt, heute vielleicht auch nicht das nötige Glück gehabt. Das war bloß Optik, aber nicht jenes Spiel, das vonnöten gewesen wäre, um auch eine etwas müde wirkende Austria in der zweiten Halbzeit auszuhebeln. Nein, ich glaube schon, dass Ried bisher sehr gut mitgespielt hat. Und wenn die heute gewonnen hätten, wären die noch näher zu uns gekommen. Aber Gott sei Dank haben wir gewinnen können. Natürlich für Ried ist es natürlich immer das erste Ziel, dass man am wenigsten mit dem Nichtabstieg zu tun hat oder ganz weit weg ist. Die ersten vier Mannschaften sind, denke ich mal, für uns nicht in Reichweite. Wir müssen nur mal schauen, dass wir dranbleiben. Wenn oben mal eine wegbricht, wollen wir natürlich da sein. Aber ich denke, für Ried ist realistisch der Tabellenplatz 5 bis 7 und da sind wir sehr gut dabei und wir wollen natürlich so viele Punkte wie möglich machen noch.